Willkommen zurück zu Let's Play God of War. Ach, tut mir leid, ich musste mich gerade strecken. Puh. Ja, es geht weiter. Wir haben im letzten Part die Hexe kennengelernt, die Waldhexe. Sie hat uns ihren Namen noch nicht verraten. Und ja, sie hat uns geholfen, hat auch irgendwie direkt gewusst, wer wir sind. Oder dass wir ein Gott sind quasi. Und ja, uns weiter auf unseren Weg geschickt und hat uns diesen Hexenkompass gegeben. Da oben dieser Radar, dieser kleine. Und wir sind jetzt hier in so einer Höhle, wo wir zu einem Boot gelangen sollen mit komischen Dingen, die wir nicht aktivieren können und neuen Gegnern, nämlich diesen komischen fliegenden Augen, die mir echt auf den Sack gehen. Fliegende Gegner sind in diesem Spiel echt schlimm. Wirklich. Da hilft wirklich am besten Anvisieren und Axtwurf. Oh, das war aber nicht der Axtwurf, das war die Attacke, die ich letztens gekauft habe, aber... Mom used to tell me about them. Didn't think they were actually real. Nightmares. Yeah. They give people nightmares. Or they are nightmares. I don't remember which. I wish I could ask her. Tja, das geht leider nicht mehr. Aber ja, wir werden uns dann noch öfter begegnen. Es sind wieder mal diese typischen kleinen Kanonenfutterviecher, von denen eigentlich jeder schnell genervt ist. Ja, diese Türen kann man auch irgendwie öffnen. Bestimmt. Ich weiß allerdings nicht wie. Noch nicht, denke ich mal. So, hier haben wir noch ein bisschen Geld vergessen. Das können wir noch mitnehmen. Wir gucken uns natürlich erstmal in der Höhle um, bevor wir jetzt uns direkt ins Boot stürzen. Ja, hier das Ding kann man verschieben. Kann man sich, glaube ich, denken. Oh, aber erst dann uns Gegner hier in Ruhe lassen. Und bam. Sehr schön. Der ist weg. Der ist aber auch aus dem Weg. Ja, da hinten haben wir noch eine Kiste, die irgendwie zugeschweißt ist mit irgendwas. Die wir auch leider nicht öffnen können. Und da ist auch noch so eine, ja, so eine Truhe, an die wir leider auch noch nicht ran können. Weil wir auch nicht ins Wasser dürfen. Ich finde es auch cool, dass der Atreus immer über die Stärke von seinem Vater verwundert ist, weil er halt nicht weiß, dass er ein Gott ist und deswegen übermenschlich stark ist. Das haben die auf jeden Fall schön gemacht. So. Also könnten wir jetzt weitergehen. Aber das Ding steht jetzt wieder im Weg. Und ja, habe ich gedacht, okay, schiebe ich das einfach wieder zurück, so wie es war. Und dann kann ich ja theoretisch rübergehen, bis mir dann ein Geistesblitz kam. Moment, hier war doch Wasser und eine Spalte in der Wasser. Vielleicht, wenn es klappt, probieren wir es mal aus. Ja. Und was soll ich sagen? Es klappt tatsächlich. Auch wenn er das Ding gerade extrem langsam schiebt. Er könnte wahrscheinlich schneller, er will es nur nicht so auffällig machen. Do you know what is under the surface? No. It's pitch black. Then do not touch the water. Das ist eine gute Lebensweisheit. So, diese komischen glühenden Dinger da oben, die sagen mir bis jetzt auch noch nichts, was man damit machen kann, ob man da überhaupt was mitmachen kann. Vielleicht werde ich es noch rausfinden. Aber okay, so. Dann wäre der Weg aber wieder frei. Wir haben noch was gefunden. Ist doch auch schön. Ja, jetzt sind wir wieder hier oben. Da müssen wir mal gucken, wie wir langsam weiterkommen. Da sieht es auf jeden Fall gut aus, weil da steht auch noch eine Kiste. Die wir natürlich mitnehmen wollen. So, was haben wir denn da? Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewährt einen Gesundheitsschub. Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja, man kann sich nämlich auch Talismänner, Talismans, Talismannen ausrüsten, die halt immer noch so einen kleinen Schub dazugeben. Ist nicht viel, aber ist ganz nett. Kommt aber auch immer auf den Talisman an, nehme ich an.
So, da können wir ja auch nicht viel machen anscheinend. Dann bleibt uns eigentlich nur noch das Boot. Ich mal. Weil da drüben seht ihr, ist zwar so eine Tür oder irgendwas, aber wir können da nicht hin, wir können da nichts aktivieren. Das ist wohl tatsächlich eins dieser Orte, wo man nochmal wieder hin zurückkommen soll, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten hat. Bis dahin habe ich das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Vielleicht kommt man auch storymäßig nochmal zurück. Wir werden sehen. Da ist auf jeden Fall unser Boot, das auf uns wartet. Hier steht nur Müll rum, deswegen muss er auch zerstört werden. Und ansonsten scheint da auch nichts mehr zu sein, was für uns jetzt gerade von Wert sein könnte oder von Interesse. Ja. Aber trotzdem habe ich da was erblickt, was ich nochmal genau nachprüfen wollen würde. Nämlich da drüben das. Ich habe gedacht, da konnte ich vielleicht von oben irgendwie rüberkommen, aber das geht anscheinend nicht. Wahrscheinlich muss man da irgendwie anders hinkommen. Mit einem Trick. Oder durch einen anderen Weg. Vielleicht bin ich auch zu dumm und habe ihn einfach nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. Genau wie bei der Kiste. Da können wir jetzt auch nicht wirklich was reißen. Naja, das ist ja alles eher eine Sackgasse. Also es bringt eigentlich nichts, hier weiter rumzulaufen. Deswegen gehen wir jetzt tatsächlich endlich mal Richtung Boot und steigen auch mal ein. So, rein da. Sehr schön. Now we'll get to the mountain quick. I just can't believe I'm here. In all of us. There was a time I thought I'd never leave our woods. Or even my own bed sometimes. You are not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying. This is great. Ja, das ist auch so ein Thema, was oft ja, thematisiert wird während des Spiels, aber bis jetzt auch noch nicht so wirklich aufgeklärt wurde, dass Atreus anscheinend mal eine schwere Krankheit hatte. Und man hat es ja auch gesehen in der einen Szene, wo uns der erste Troll angegriffen hat. Da ist er ja so ausgetickt auf den losgelaufen und hat ihn da so mit seinem Messer noch ein paar Mal gepiekt und danach angefangen zu husten, während er sich so aufgeregt hat. Also irgendwas scheint ihn mal befallen zu haben, von dem er vielleicht jetzt noch so ein bisschen leidet. Aber was genau das ist, weiß man nicht. Das ist das Krasse bei diesem Spiel. Mehr als alle anderen God of Wars wirft das sehr, sehr viele Fragen auf und lässt sehr, sehr viel Rätselraten machen, wie es mit den Charakteren und der Geschichte weitergeht. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich mich da jetzt nicht in irgendwas reinsteige und irgendwas richtig Geiles erwarte, was das Spiel dann nicht abliefern kann. Sondern dass sie tatsächlich am Ende oder während des Spiels halt mal richtig vom Leder ziehen, in dem Sinne. So, aber wir dürfen jetzt tatsächlich paddeln. Und müssen demnach auch in die richtige Richtung paddeln. There's the mountain. Look how close we are. We flow into seawater. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea, the sea stinks. Ja, da könntest du recht haben. Ah ja, da ist der Berg anscheinend das Ziel unserer Reise, nehme ich mal an. Aber so genau weiß ich es auch nicht. Ich kann viele Sachen halt momentan nur noch nur spekulieren. Oh, der geht ins Freie. It's Thor. Thor, God of Thunder. That's right. I never thought you listened when Mother spoke to the gods. I seldom did. Did she speak of one who could feel no pain? Oh, that sounds like Balder. Balder. An Aesir god, son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Oh, fuck. Okay, das war jetzt gerade eine sehr wichtige Info. Wir haben gerade erfahren, wer der Fremde ist, der uns angegriffen hat. Er heißt wohl Baldur und ist ein Sohn Odins. Das bedeutet, wir haben uns mal wieder mit den Göttern angelegt, ohne es zu wissen, indem wir Odins Sohn gekillt haben. Okay. Und Odin wird sauer auf uns sein. Is that a wall? Made out of... What are those? Don't answer that. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Mauer ist. Es könnte eine sein, aber es hat Schuppen.
Naja, wer weiß. Vielleicht eine abstrakte Art von Kunst, die die hier praktizieren. Hier im Norden. Können ja mal näher dran, aber sieht so aus, als würde da nichts passieren. Ja, und das ist jetzt tatsächlich einer so der größten Gebiete, die ich bis jetzt hatte, wo man frei mit dem Boot rumfahren kann. Die sind zum Glück nicht allzu groß, also man ja, verliert da nicht wirklich den Überblick. Es ist schon alles im Rahmen des Erträglichen, könnte man sagen. Weil das ist das, was mich bei Open-World-Spielen halt immer so stört, warum ich auch nicht so der Fan davon bin, ist... Ja, ist halt an sich die Open-World, wenn etwas einfach zu groß ist, man verliert dauernd den roten Faden und man weiß nicht mehr genau, wo man ist, wo man hin muss und so weiter. Und so, ich weiß nicht. Also Open-World-Spiele liegen mir tatsächlich nicht so. Und mir geht es ein bisschen auf die Nerven, dass jetzt jedes Spiel immer meint, es muss größer und besser sein als das andere. Und dann überbieten sie sich. Und werden dabei immer noch schlechter. Ich gucke in deine Richtung, Ubisoft. Gut, okay. Ja, hier bin ich erstmal diese Außenumrandung des Sees abgefahren. Um zu gucken, ob ich da vielleicht irgendwas Interessantes finde. Und um das Gebiet natürlich ein bisschen besser kennenzulernen. Aber bis jetzt war da nicht so wirklich was. Sieht zwar schön aus. Also jetzt grafisch, nicht unbedingt schön von der Umgebung. Aber gut. So. Paddeln wir noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, ich kann euch was erzählen. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht, ohne versuchen, mich zu spoilen, auf IMDb, der International Movie Database, falls ihr die kennt. Da gibt es ja auch eine App von und so weiter, die ist ganz cool. Und da kann man ja Filme bewerten. Die bewerten allerdings auch Spiele, also die Leute. Und da steht God of War momentan mit einer Wertung von 10 von 10 Punkten. Was sehr selten ist. Ja, da werden wir gleich hinfahren. Ja, aber was sehr selten ist, weil das müsste ja dann das perfekte Spiel sein. Ich denke mal, das geht auch runter so noch ein bisschen, wenn sich der erste Hype so ein bisschen verflogen hat, aber es war schon krass. I see rooms there in this chest. Can't quite make it out. It reads, sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. Are you gonna do it?
Wait, there's a shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it, that building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it in who knows how long. You know of that serpent? He's one of the giants. And he's so big he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Looked pretty big to me. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das nicht doch stimmt. Ja, dann ist dieses Dock unsere nächste Anlaufstelle, zumindest unsere nächste Hauptanlaufstelle. Aber dadurch, dass der Wasserpegel sich jetzt gesenkt hat, sind vielleicht auch andere Orte zugänglich. Und die werden wir beim nächsten Mal abgrasen. Für dieses Mal muss ich jetzt aber erstmal wieder einen Cut machen. Und im nächsten Teil geht es dann weiter. Und die Weltenschlange, Halleluja, war echt cool. So kann es gerne weitergehen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.